Warum hast du mir das Kleid so lang gemacht, Mutter? Das Kleid ist nicht so lang. Du bist 14 Jahre alt, Wendler. Hätte ich gewusst, dass du mir das Kleid so lang machen werdest, ich wäre lieber nicht 14 geworden. Was willst du denn? Das Kleid ist nicht zu lang. Du bist 14 Jahre alt. Ich kann dich hier nicht im Prinzesskleid einhergehen lassen. Jedenfalls steht mir mein Prinzesskleidchen besser als diese Nachtschlumpe. Lass es mich noch einmal tragen, Mutter. Wenigstens diesen Sommer lang. Na, meinetwegen. Eine Frage beiläufig. Nun? Aber du antwortest. Natürlich. Wahr? Meine Hand drauf. Nun, Moritz? Hast du den Auftritt schon? So spricht doch frisch von der Leber weg, hört und sieht uns niemand. Hast du sie schon empfunden? Was? Wie sagtest du? Männliche Regungen? Allerdings. Ich auch. Komm doch noch mit auf mein Zimmer. In einer Dreiviertelstunde habe ich den Homer. Und die Gleichung und die zwei Aufsätze. Dann kann ich dir noch bei deinen helfen und ja, Mutter macht uns dann eine warme Limonade und wir können gemütlich über die Fortpflanzung plaudern. Ich kann nicht. Ich kann nicht gemütlich über die Fortpflanzung reden. Wenn du mir wirklich einen Gefallen tun willst, gib mir die Überweisung schriftlich. Steck sie mir morgen zwischen meine Bücher und ich werde sie mit nach Hause tragen. Du bist ein Mädchen. Übrigens, wie du willst, das ist eine ganz interessante Arbeit. Hast du eine Ahnung, wo Moritz Stiefel steckt? Ich bin promoviert! Melchior, ich bin promoviert! Jetzt kann die Welt untergehen, ich bin promoviert! Ich gratuliere, Moritz. Sei nur froh, dass du so weggekommen bist. Ernst Trüffel wird genauso versetzt wie ich. Beide allerdings nur provisorisch. Es wird dann im nächsten Quartal entschieden, wer weiterkommt. Bist du es wirklich, Wendler? Ja, ich bin's. Wenn man dich noch nicht erwartet, dann lass uns hier noch ein wenig lagern. Dort ist mein Lieblingsplatz. Ja, aber vor 5 muss ich zu Hause sein. Ich glaube nicht, dass hier ein Kind dadurch besser wird. Wodurch besser wird? Ja, dass man es schlägt. Mit dieser Gerte zum Beispiel. Puh, ist sie zäh und dünn. Sie zieht Blut. Würdest du mich nicht einmal damit schlagen? Wen? Mich? Es fällt dir ein, Wendler. Aber wenn ich es dir doch erlaube. Nie, Mädchen. Aber wenn ich dich darum bitte, Melchior. Bist du nicht bei klarem Verstand? Ich bin im Leben noch nie geschlagen worden. Wenn du um so etwas bitten kannst? Bitte, bitte. Ich will dich bitten lernen. Ach Gott, ich spiele nicht das Geringste. Das glaube ich dir durch all deine Rücke durch. So schlag mich doch an die Beine. Wendler! Du streichelst mich ja. Warte, Hexe, ich werde dir den Satan austreiben. Ihr Kinder, lasst es euch gut gehen. Guten Abend, Herr Stiefel. Wie geht es Ihnen? Danke, Frau Gaber. Ich belausche nur den Reigen dort unten. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Fühlen Sie sich nicht wohl? Es hat nichts zu sagen. Ich bin die letzten Abende etwas spät zu Bett gekommen. Denke dir, er hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Sie sollten so etwas nicht tun, Herr Stiefel. Sie sollten sich schonen. Bedenken Sie Ihre Gesundheit. Die Schule ersetzt Ihre Gesundheit nicht. Du warst bei Ina? Wie geht es Ina? Denk dir, Wendler, diese Nacht war der Storch bei ihr und hat ihr einen Jungen gebracht. Oh, ein Jungen. Oh, ist das herrlich. Gib mir Antwort. Wie geht das zu? Du kannst doch nicht im Ernst verlangen, dass ich mit meinen 14 Jahren noch an den Storch glaube.
Aber es geht ja nicht, Kind. Ich kann das ja nicht verantworten. Ich verdiene ja, dass man mich ins Gefängnis setzt, dass man dich von mir nimmt. Fass dir ein Herz, Mutter. So höre denn, um ein Kind zu bekommen, musst du deinen verheirateten Mann lieben. Du musst ihn lieben, so wie du keinen anderen Mann lieben könntest. Und das ist alles? Hier hast du dich verkrochen. Alles sucht dich. Der Wagen ist hinaus. Du musst helfen. Es ist ein Gewitter am Anzug. Das Heu duftet so herrlich. Der Himmel draußen muss schwarz wie ein Bartuch sein. Ich sehe nur noch den leuchtenden Mond an deiner Brust. Und dein Herz höre ich schlagen. Nicht küssen, Melchior, nicht küssen. Dein Herz höre ich schlagen. Man liebt sich, wenn man küsst. Nicht! Oh, glaub mir, es gibt keine Liebe. Alles Eigennutz, alles Egoismus. Ich liebe dich so wenig, wie du mich liebst. Nicht Melchior. Endlich. Oh Melchior, nicht. Lieber Herr Stiefel, nachdem ich 24 Stunden über alles, was Sie mir schreiben, nachgedacht und wieder nachgedacht, ergreife ich schweren Herzens die Feder. Den Betrag zur Überfahrt nach Amerika kann ich Ihnen, ich gebe Ihnen meine heiligste Versicherung, nicht verschaffen. Ich bin gern bereit, falls Sie es wünschen, an Ihre Eltern zu schreiben. Ich werde Ihre Eltern davon zu überzeugen suchen, dass Sie im Laufe dieses Quartals getan haben, was Sie tun konnten. Und somit Kopf hoch, Herr Stiefel. Solche Krisen dieser oder jener Art treten an jenen von uns heran und wollen eben überstanden sein. Wollte da ein jeder gleich zu Dolch und Gift greifen, es möchte recht bald keine Menschen mehr auf der Welt geben. Lassen Sie bald wieder etwas von sich hören und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrer Ihnen unverändert zugetanen mütterlichen Freundin Fanny G. Meine Füße berühren den Boden nicht. Oh, wie ich die Nacht geschlummert habe. Hier standen sie. Mir wird ernsthaft wie einer Nonne beim Abendmahl. Süße Veilchen. Ruhig, Mütterchen. Ich will mein Bußgewand anziehen. Ach Gott, wenn jemand käme, dem ich um den Hals fallen und erzählen könnte. Was hast du verloren? Ilse! Was suchst du hier? Was erschreckst du mich denn so? Was suchst du? Was hast du hier verloren? Was erschreckst du mich denn so? Ich komme aus der Stadt, ich gehe nach Hause. Ich weiß nicht, was ich verloren habe. Dann hilft auch dein Suchen nichts. Wo hast du dich wieder herumgestreucht? Bei Null, bei Fährendorf, bei Padinski, Lenz, Bank, Spieler, bei allen möglichen. Meinen die dich? Fährendorf meint mir als Art Säulenheilige. Ich stehe auf einem korinthischen Kapitän. Fährendorf, sag ich dir, ist eine verhauene Nudel. Wo übernachtest du? Gestern bei Null, vorgestern bei Bojogovic. Ich muss zurück. Schlummere süß. Kennen Sie dieses Schriftstück? Ja. Wissen Sie, was dieses enthält?
Ja. Ist die Schrift dieses Schriftstücks die ihrige? Ja. Verdankt dieses unflätige Schriftstück Ihnen seine Abfassung? Ich ersuche Sie, Herr Rektor, mir eine Unflätigkeit darin nachzuweisen. Sie haben diese präzisierten Fragen, die ich Ihnen vorlege, mit einem schlichten und bescheidenen Ja oder Nein zu beantworten. Ich habe nicht mehr und nicht weniger geschrieben, als was Ihnen eine sehr wohlbekannte Tatsache ist. Dieser Schandbube. Ich ersuche Sie, mir einen Verstoß gegen die Sittlichkeit in dieser Schrift nachzuweisen. Bilden Sie sich ein, ich hätte Lust, zu Ihrem Hans Wurst an Ihnen zu werden. Haben Sie denn so wenig Ehrerbietung vor Ihrer Lehrerschaft? Ich habe... Sie haben sich ruhig zu verhalten. Können Sie herunter. Der Junge war nicht von mir. Der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen. Der Selbstmord als der denkbare, bedenklichste Verstoß gegen die sittliche Weltordnung ist der denkbare, bedenklichste Beweis für die sittliche Weltordnung. Denn in der Selbstmörder der sittlichen Weltordnung den Urteilsspruch zu sprechen, erspart und ihr Bestehen bestätigt. Verbummelt, versumpft, verhurt, verlumpt und verlumpert. Wir hätten ihn ja doch wahrscheinlich nicht promovieren können. Wenn wir ihn promoviert hätten, dann wäre er am Frühling bestimmt zu suchen. Der Junge war nicht von mir. Man hatte einen Sündenbock nötig. Man durfte die überall laut werdenden Anschuldigungen nicht auf sich beruhen lassen. Ich habe deine geistvolle Erziehungsmethode 14 Jahre schweigend mit angesehen. Die widersprach meinen Begriffen. Ich mach dir keinen Vorwurf, Henny. Aber bitte vertritt mir den Weg nicht, wenn ich mein und dein Unrecht an dem Jungen wieder gut zu machen versuche. Ich vertrete dir den Weg, solange auch nur ein Tropfen warmes Blut in mir ballt. In der Korrektionsanstalt ist mein Kind verloren. Henny, das hängt nicht von uns ab. Ihr Frauen, ihr seid nicht dazu bestimmt, über solche Dinge zu urteilen. Wer sowas schreibt, wie Melchior, der muss im innersten Wesen angefault sein. Hilf mir Gott, wie lässt sich dagegen aufkommen? Man muss ein Mann sein, um so sprechen zu können. Man muss ein Mann sein, um sich so vom toten Buchstaben verblenden zu lassen. Ich werde dir zur Seite stehen. Und wenn dein Mut zu erliegen droht, werde ich keine Opfer und Mühen scheuen, um dir das Herz zu entlasten. Ich sehe die Zukunft so grau. Es fehle mir nur noch, dass du mir verloren gingest. Ich sehe ihn nicht wieder. Er hat sich vergangen. Unmöglich. Nein, nie und nimmer. Schicken wir ihn auf ein anderes Gymnasium, ohne elterliche Aufsicht. So haben wir in 3 Wochen wieder den gleichen Fall. Sag mir, Fanny, wo soll ich hin mit dem Jungen? In die Korrektionsanstalt. Da geht der Blitzableiter hinunter. Man muss ein Taschentuch drum wickeln. Wenn ich an sie denke, schießt mir immer das Blut in den Kopf und Moritz liegt mir wie Blei in den Füßen. Das Haus ist 60 Fuß hoch und der Verputz bröckelt ab. Sie hasst mich. Sie hasst mich, weil ich ihr Freiheit beraubt habe. Handle ich, wie ich will, es bleibt Vergewaltigung. Ich darf einzig hoffen, im Laufe der Jahre allmählich. Über 8 Tage ist Neumond. Morgen schmiere ich die Angeln. Bis Sonnenabend muss ich unter allen Umständen wissen, wer den Schlüssel hat. Alles liegt so klar, als wäre es geschehen vor mir. Über das Fenstergesims gelang ich mit der Leichtigkeit einen Schwung, einen Griff. Aber man muss ein Taschentuch drum wickeln. Was
Was hat denn Dr. Brausepulver noch gesagt, Mutter? Er hat nichts gesagt. Er sagte, bei der Bleichsucht sei es immer so. Hat er gesagt, dass ich die Bleichsucht habe? Du sollst Milch trinken und Fleisch und Gemüse essen, wenn der Appetit wieder zurück ist. Mutter, ich glaube, ich habe nicht die Bleichsucht. Du hast die Bleichsucht. Sei ruhig, Kind, sei ruhig. Du hast die Bleichsucht. Nein, Mutter, ich weiß es, ich fühle es. Ich habe nicht die Bleichsucht, ich habe die Wassersucht. Du hast die Bleichsucht, er hat es gesagt, du hast die Bleichsucht. Beruhige dich, Mädchen, es wird besser werden. Es wird nicht besser, ich habe die Wassersucht, ich muss sterben. Du musst nicht sterben, du musst nicht sterben, sei ruhig. Aber warum weinst du denn dann so jammervoll? Du musst nicht sterben und du hast nicht die Wassersucht. Du kriegst ein Kind. Oh, wie konntest du mir das antun? Ich habe dir doch nichts getan. Leugnest dich auch noch, Wendler, meine Wendler. Aber das ist doch nicht möglich, Mutter. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Das ist ja das Fürchterliche. Warum hast du mir das angetan? Ich hab mich überarbeitet. Lass uns nicht traurig sein. Schade um die Minuten. Schöpfen wir ab, Hänschen. Warum lachst du? Wenn wir uns in 30 Jahren an einen Abend wie diesen zurückerinnern, würde uns vielleicht unsagbar schön vorkommen. Ich lieb dich, Hänschen, wie ich nie eine Seele geliebt habe. Ich bin ihr Mörder und mir bleibt die Verzweiflung. Einen Augenblick, Melchior. Wo kommst du her? Dort drüben, von der Mauer. Du hast mein Kreuz umgestoßen. Du bist nicht Moritz Stiefel. Schläfst du denn nicht? Wir können alles. Gib mir deine Hand. Wenn ich einschlage, Moritz, so geschieht es aus Selbstverachtung. Wer sind Sie? Warum prahlen Sie denn mit Erhabenheit? Sie wissen, dass es Unmug ist. Saure Trauben. Sagen Sie mir endlich, wer Sie sind. Ich führe dich unter Menschen. Ich kann mich nicht einem Menschen anvertrauen, den ich nicht kenne. Dein Freund ist ein Scharlatan. Komm, Kind. Woo!